das ist eine Frage. Verdammte Scheiße. Das ist natürlich schwierig. Ach du, au, wow, wow, wow. Ich bin absolut kein Mensch, der Kisten aufmacht. Ich muss das jetzt logisch angehen. Es ist auf jeden Fall ein älterer Skin. Meines Wissens nach ist es die Atomic Alloy. Ich will einfach mal drauf tippen, dass sie in irgendeiner Operation gekommen sind. Irgendwie klingt mir das sehr nach Operation Breakout. Ich glaube, es müsste entweder Huntsman oder Breakout sein. Die erste Case, die ich im Kopf habe, war die Breakout. Breakout schließe ich jetzt einfach mal aus, weil die Cyrix da das rote Item ist. Die würden niemals ein pinkes Item Atomic machen und dann die rote Cyrix in eine Kiste. Das wäre dumm. Die wird aber nicht mehr gedroppt, deswegen werden Butterflies auch so teuer, aber die bleibt recht billig, die M4. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht die Breakout-Case ist. Ich glaube, Vanguard ist die älteste und eine sehr lange Zeit gibt sie schon. Ich glaube, Vanguard ist es auf keinen Fall. Also ich weiß schon, dass ich B ausschließen kann, also Vanguard, weil ich weiß, dass es ein sehr, sehr, sehr alter Skin ist. Das würde so von der Skin-Art auf jeden Fall auch passen, so Chroma. Chroma-Case, auch eigentlich zu spät. Ich muss jetzt einfach nur nach Feeling gehen, mehr kann ich nicht machen. Ich mach mal ein Eneminemiste-Spiel in meinem Kopf. Da würde ich sogar bei der Breakout bleiben. Ah, Operation Breakout-Case. Komm, nehmen wir B. Operation Vanguard. Ich nehme B, Vanguard Case. Ich rate einfach, Operation Vanguard, sage ich. Würde ich jetzt auch mal von der Chroma Case ausgehen und C einfach sagen. Ich würde Chroma sagen, aber ich sag, glaube ich, Huntsman. Ich würde einfach mal auf die Huntsman gehen. Es muss die Huntsman Case sein, es geht gar nicht anders. Ja, dann Huntsman.